Nein, die Wahrheit zu sagen ist nicht das Gleiche wie übergriffig und grenzüberschreitend zu handeln. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist beim Seelenpflege-Video von Märchen und Seife heute am Mittwoch. Und ja, Grenzüberschreitung ist so eins der Themen, die mir einfach in unserer Zeit jetzt, in einer anderen lebe ich ja nicht, ne? Ich kann es nur mit unserer vergleichen, immer und immer und immer wieder begegnen. Gerade die, wie soll ich sagen, gerade die sozialen Medien, die viele Digitalisierung hat Grenzüberschreitung ja mehr oder weniger neue zusätzliche Dimension dazu gegeben. Warte mal, ich rette hier nur schnell, schauen wir doch. Ups, was ist denn? Mein Käfer. Plups, da ist er. So. Hat Grenzüberschreitung ja eine neue Dimension dazu gegeben. Und vom Thema Grenzüberschreitung komme ich immer relativ schnell zum Respekt. Und von Respekt, also Respekt ist einer meiner wichtigsten Werte überhaupt, die ich irgendwie lebe und die ich auch allgemein für sehr, sehr wichtig halte. Und wie soll ich sagen, Respekt hat ja viele, viele Unterarten, Unterkategorien, Teilbereiche, Schichten, die ja nicht unabhängig voneinander, sondern halt ineinander und miteinander verflochten und verwoben gleichzeitig existieren. Und ich will jetzt einfach ein paar Beispiele dafür nennen. Und zwar gibt es ja zum Beispiel den einfachen Grundrespekt. Ja? Der ist da und der ermöglicht es uns ganz einfach überhaupt erst zusammenzuleben, mit wem auch immer. Ja? Also dieser ganz einfache Respekt, der dafür sorgt, dass wir nicht ständig anderen Leuten hineinlaufen, nicht einfach so alle Bäume fällen, solche Dinge halt. Ne? Dann gibt es eine Art Respekt, die nicht von Anfang an einfach so da war, sondern die man sich vielleicht erst irgendwie erarbeitet hat, verdient hat, die man auf irgendeine Art und Weise gewonnen hat. Ja? Die kann man auch wieder verlieren, aber erst einmal hat man sie sich ins Leben hineingeholt. Ja, verlieren kann man auch mehrere Arten von Respekt. Zum Beispiel gibt es in meinem ganz persönlichen Leben durchaus Menschen, die ich nicht grüße. Ich werde nicht irgendjemandem einen guten Tag wünschen, dem ich diesen guten Tag überhaupt nicht wirklich wünsche. Und das Grüßen gehört sowieso zu einer weiteren Art von Respekt, nämlich, ja, es ist gewissermaßen automatisierter Respekt. Ja. Ich kann durchaus einer, hat ja gedauert, durchaus, ich habe immer solche Lieblingswörter, ich kann durchaus einer mir fremden Person einen guten Tag wünschen und das auch so meinen, obwohl ich diesen guten Tag jetzt nicht bis ins Detail in meiner Vorstellung ausgearbeitet habe. Ich wünsche einfach jedem, dass es ihm gut geht oder auch nicht, solange diese Person eben nichts getan hat, um diesen Respekt von meiner Seite zu verlieren. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, dazu gehört wirklich sehr, sehr viel. Und dieser automatisierte Respekt, das haben nur ganz wenige Menschen geschafft. Ich glaube, insgesamt 2. Und dieser automatisierte Respekt ist das, was ich unter Höflichkeit verstehen würde. Als wir noch, also ich und meine damaligen Schulkollegen so im Teenageralter waren, so Mitte, Ende der 90er, da haben wir oft darüber diskutiert, gewitzelt, wie auch immer, wie man halt so redet als Jugendliche, ne? Zu sagen, Höflichkeit ist, wenn ich dir eine Zigarette anbiete, die ich dir gar nicht geben möchte und du die Zigarette annimmst, obwohl du gar nicht rauchst und nachher habe ich eine Zigarette verloren und dir ist schlecht. Und deswegen bin ich nicht
höflich, weil Höflichkeit etwas Künstliches ist und niemandem was nutzt. Abgesehen davon, dass ich der Nichtraucher bin, ist das nicht die Art von Höflichkeit, die ich meine. Das ist wirklich erschmoren, ja? Ich meine die Art von Höflichkeit, die einfach ein bisschen aufs Gegenüber schaut, ja? Die zum Teil, wie gesagt, durchaus automatisiert passiert. Wir lernen Bitte und Danke zu sagen, wir lernen zu grüßen, wir lernen nicht mit vollem Mund zu sprechen, obwohl ich glaube, das hat eher medizinische Hintergründe als höfliche und respektvolle, aber naja, zum Glück für viele Menschen stirbst du nicht jedes Mal gleich, wenn du mit vollem Mund sprichst und dich in einem Brösel verschluckst. Na, wie auch immer. Jedenfalls meine ich einfach die Art von Respekt, die ein bisschen die Augen offen hat und schaut, wie das Gegenüber denn reagiert und sich auch überlegt, wie ich denn etwas formulieren kann oder wie ich denn etwas darstellen kann, dass das Gegenüber das auch gut annehmen kann und damit gut leben kann. Und ja, ich habe es in diesem Video hier sehr ausführlich diskutiert. Selbstverständlich gibt es Grenzen in beide Richtungen und Zusammenleben fließt nicht frei, wenn man sich ständig Gedanken darüber macht, über jede einzelne etwaige Befindlichkeit und Vergangenheit und jede Gefühlsregung, die das Gegenüber eben gerade eben haben könnte. Und gleichzeitig muss man auch nicht jedes unbedachte Wort auf die Goldwaage legen. Und doch gibt es so eine Art, ich würde sagen, gemeinsamen Raum, dessen Wahrung ich persönlich durchaus für sinnvoll erachte. Ja? Und in diesem Raum muss auch nicht mit jeder x-beliebigen Wahrheit völlig gedankenlos um sich geworfen werden. Ich bringe dazu einfach einmal ein Beispiel. Und zwar ist vielen Frauen oder für viele Frauen PMS ein Thema. Falls dir die drei Buchstaben noch nicht untergekommen sind, PMS bedeutet prämenstruelles Syndrom. Und kurz gesagt, das beschreibt unter anderem die ein paar Tage im Monat, in denen eine Frau einfach völlig unausgeglichen ist. Ja? Ich habe mal drüber gewitzelt, das könnte daran liegen, dass der weibliche Körper in einer prähistorischen Prägung einfach jetzt ganz sicher weiß, dass er sich diesen Monat nicht vermehren wird und entsprechend einfach krantig ist. Wie gesagt, keine Ahnung. Jedenfalls sind viele Frauen einfach im Rahmen ihres Zyklus einfach ein paar Tage im Monat unrund. Manche mehr, manche weniger, manche fast gar nicht, manche regelrecht krankhaft. Ja, also das kann schon Ausmaße annehmen, die dann auch behandelt werden können, sollten, müssen. Aber darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Worauf ich näher eingehen möchte, ist die Tatsache, dass einem in dieser Phase einfach die ganze Welt Nerven geht, aber so richtig. Und man spricht das dann auch aus, manchmal. Und sogar wenn ich die pädagogisch wertvollere Formulierung verwende und nicht sage, du gehst mir auf die Nerven, sondern dein Verhalten geht mir auf die Nerven. Und das ist pädagogisch tatsächlich sehr viel wertvoller, weil es dem Gegenüber einfach die Chance gibt, etwas zu verändern. Ja, ich bin ich, aber mein Verhalten kann ich anpassen, wenn ich dann entscheide, das zu tun. Und auch diese Entscheidung ist etwas, was man dem Gegenüber mit dieser Formulierung lässt. Ja, also wenn es gar nicht anders geht, ich kann diese Methode oder diese Formulierung nur wirklich allerwärmstens empfehlen. Ich habe es mir selber angewöhnt und es hat das Zusammenleben tatsächlich in vielerlei Hinsicht ein bisschen leichter gemacht. Obwohl, ja, wie gesagt, am Endeffekt sind es Worte und dafür braucht es halt einmal ein PMS. Ja, jede emotional geladene Situation bringt oft Worte aus uns heraus, die, egal in welcher Formulierung, danach nicht mehr zurückgenommen werden können. Worte sind einfach einmal hinausgeschickt, für immer draußen. Und sie wurden gehört und sie werden auch nicht unbedingt mehr vergessen. Und wenn sie verletzt haben, haben sie verletzt. Und wenn ich mich dreimal für was entschuldige, ist die Verletzung von vorher trotzdem immer noch da. Ne? Und das, obwohl ich
In dem Moment, als ich gesagt habe, dein Verhalten geht mir so auf die Nerven, durchaus die Wahrheit gesagt habe, das Verhalten ging mir in diesem Moment auf die Nerven. Aber wie es in mehr oder weniger geschlossenen Systemen oftmals so ist, die Wahrheit verändert sich. Und ja, auch wenn du jetzt kopfschüttelnd vor dich hin grinst oder dir denkst, ja, man muss einfach mit sich selber im Reinen sein und so weiter, du würdest dich wundern, wie sehr die Wahrheit und vor allem die emotionale Wahrheit sich verändern kann, wenn du einmal genauer hinschaust. Tja, und in emotional geladenen Situationen nicht unbedingt die unmittelbare Wahrheit einfach so ungeschminkt hinauszuwerfen und quasi als Waffe zu benutzen, als verletzende Waffe zu benutzen, sondern einfach kurz einmal durchatmen und abwarten, bis vielleicht eine andere Wahrheit wieder in den Vordergrund tritt, die vielleicht ein bisschen länger Gültigkeit hat, gehört für mich auch ein bisschen zum Respekt dazu, zum Respekt, zur Höflichkeit, zum freundlichen Umgang miteinander einfach. Und ja, wir haben Emotionen und ich will sie niemandem absprechen und manchmal müssen die auch einfach ausgesprochen werden, weil sie sonst im Inneren schwelen und auch mehr kaputt machen, als es denn gut ist, sie für sich zu behalten. Aber im Großen und Ganzen ist das etwas, was schon ein bisschen geübt werden kann und was das Leben durchaus leichter macht mit der Übung. Ja, und du merkst vielleicht schon, während ich hier so zwischen Höflichkeit, Respekt und Grenzen hin und her und wieder zurückpendle, nähere ich mich immer weiter dem großen Begriff der Wahrheit. Die Wahrheit, die hat ganz viele Gesichter. Und ich möchte dir nachher zum Abschluss gern eine Geschichte erzählen, also eine Erzählung, die habe ich nicht erfunden, die habe ich gehört, von der Lüge, die sich als Wahrheit verkleidet. Allerdings, bevor ich das tue, möchte ich dir noch erzählen, dass sich nicht nur die Lüge ihrer Natur gemäß ganz gerne mal als die Wahrheit verkleidet, sondern dass auch die Wahrheit, ja, durchaus auch als Lüge verkleidet daherkommen kann. Und damit meine ich nicht bloß, dass inzwischen sehr strapazierte Thema. Deine Wahrheit ist nicht meine Wahrheit und es gibt viele Wahrheiten und was weiß ich. Sondern damit meine ich, dass dass wahre Wahrheiten, ja, die schon, das wollte ich wieder durchaus sagen, die schon irgendwelchen, ja, Fakten entsprechen, so aus dem Zusammenhang gerissen werden können oder so verdreht oder lückenhaft dargestellt, dass eine Aussage inhaltlich durchaus richtig ist, aber im ausgesprochenen Kontext ein großer Blödsinn. Und naja, ich würde mal sagen, diese Tatsache nutzen manche Menschen sehr aus. Vor allem, wenn sie irgendetwas an dir verdienen wollen. Sei es Geld, sei es Aufmerksamkeit, sei es Macht, sei es Respekt. Ne? Da kann schon mal vorkommen, dass dir die etwas erzählen, was richtig ist, aber nicht stimmt. Und sag mal ehrlich, ja, was machen wir denn, wenn wir irgendetwas versuchen, einfach zu erklären? Ja? Was mache ich denn, wenn ich einem Kind das System, welches Beispiel nehme ich? Als ich damals meinen Kindern vor vielen, vielen Jahren, ja, da waren sie noch sehr klein, das System Geld erklärt habe, ja, da habe ich ihnen gesagt, schaut mal, wir Menschen haben immer das Gefühl, dass uns irgendetwas weggenommen wird, wenn wir etwas hergeben. Ne? Manchmal ist das auch wirklich so. Und deshalb haben wir uns etwas überlegt. Und zwar haben wir uns gedacht, ich habe Hühner, du hast Schuhe, ich brauche Schuhe. So, du brauchst aber kein Huhn. Du brauchst dringend ein neues Fahrrad. So,
Also haben wir uns gedacht, okay, wenn du gar keinen Huhn brauchst, dann brauche ich dir auch keinen Huhn geben. Ich brauche aber Schuhe und die Schuhe hast nur du. Also gebe ich dir irgendetwas Neutrales, was du nachher gegen ein Fahrrad eintauschen kannst. Und damit wurde das Geld erfunden. Und wenn ich dir jetzt für die Schuhe das Geld gebe, dann kannst du das Geld nachher beliebig für ein Fahrrad eintauschen oder sonst irgendwas, ne? Das war die Idee dahinter. Und das ist richtig. Also ich würde sagen, so funktioniert das System Geld. Jetzt ist es aber so, dass ich auf das Beispiel fällt mir nämlich genau deswegen ein, weil ich in letzter Zeit auf Facebook und Instagram, mit all diesen sozialen Medien, sogar auf LinkedIn, immer wieder genau diese Erklärung gelesen habe von Menschen, die, sorry, ihren Lebensunterhalt mit Coaching verdienen. Nicht alle, ja, aber von Menschen, die, also praktisch ausschließlich von Menschen, die ihr Geld mit Coaching verdienen. Und die schreiben dann eben oder halt gewisse Weltansichten haben. Na, es ist eine sehr, egal. Jedenfalls schreiben die das genauso hin. Wenn ich einen 50-Euro-Schein habe und diesen 50-Euro-Schein gebe ich im Restaurant aus fürs Mittagessen und der Restaurantbesitzer gibt diesen 50-Euro-Schein dann aus, um sich ein paar neue Schuhe zu kaufen. Und der Schuster gibt diese 50 Euro nachher aus, um beim Kreisler einkaufen zu gehen. Ja? Und der Kreisler gibt diese 50 Euro nachher aus, um irgendwas anderes zu machen. Dann verlieren die, dann bleibt dieser 50-Euro-Schein immer 50 Euro wert. Und deswegen ist es so wichtig, in bar zu bezahlen und nicht mit der Karte und nicht immer nur auf Online-Geld umzuschalten. Ja, ich habe in diesem Video da hier ziemlich lang über den Unterschied und das Zusammenspiel von Hausverstand und Bildung diskutiert mit mir selber und dabei darüber gesprochen, dass das eine und das andere immer zusammenhängt. Ja, genau. Und natürlich ist es inhaltlich richtig, es bleiben immer 50 Euro. Aber ganz abgesehen davon, dass die Inflation auch das Geld, das ich in der Hand halte, betrifft, genauso wie das Online-Geld, Online-Kapital, wird einfach der unter anderem, ja noch viel mehr, aber ich bleibe jetzt eben klein, der komplette Alltag ausgeblendet. Ich meine, der Restaurantbesitzer bekommt ja hoffentlich nicht einmal 50 Euro von mir, sondern der bekommt den tagsüber viele Male 50 Euro. Und die Summe dieser vielen, vielen 50-Euro-Scheine bringt der am Abend auch bloß irgendwie zur Bank. Und von dort aus wird das Geld, wie sagt man, virtuell, online, also weiterverteilt, ja. Ich schicke meinem Vermieter die Miete nicht per Post und auch meine Versicherungen bekommen das Geld nicht per Post in Bargeld von mir. Ja, das wird einfach irgendwie aufgeteilt und deswegen ist diese, Entschuldigung, Milchmädchenrechnung einfach auf die Art und Weise nicht richtig. Und trotzdem erhitzt diese Diskussion die Gemüter. Das ist im besten Fall sehr spannend und interessant anzuschauen und zu lesen. Ja, also ich mische mich da nicht ein, aber ich habe es jetzt ein paar Mal gelesen und habe mir gedacht, was ist los? Ja? Natürlich ist das richtig, aber es ist gleichzeitig falsch. Und nun ja, das ist eins der Beispiele, die mir halt eben spontan einfallen. Und ich habe ein zweites Beispiel für dich, das habe ich vorbereitet. Das stammt aus einem Buch. Und das möchte ich dir jetzt gerne vorlesen, aber nicht im Gehen. Dafür setze ich mich da vorne kurz hin. Moment, ich bin gleich wieder da. So, ja, richtig hinsetzen kann ich mich hier nicht. Das ist alles doch ziemlich, ziemlich sehr nass hier, weil es ja feucht ist und geregnet hat und endlich kalt wird. So, so geht's ein bisschen. Ja, was wollte ich vorhin sagen? Genau. Also die Wahrheit, die kann durchaus. Ne? Ups. Die Wahrheit, die kann schon sehr verdreht werden und sehr für die eigenen Zwecke verwendet und eben als, ja, und sich eben auch sehr, sehr verkleiden. Und das Beispiel mit dem Geld war jetzt eben eines, das ich in letzter Zeit öfter gelesen habe. Es gibt noch ganz viele andere, eben in geschlossenen Systemen, in Gruppierungen zum Beispiel, wie Sekten sind berühmt dafür, dass sie die Wahrheit für ihre eigenen Zwecke einsetzen.
im Familienverband, ja, in narzisstischen Beziehungen. Jawohl, da bin ich wieder. Auch eins meiner Lieblingsthemen. Kommt es vor, dass eben Wahrheit und Unwahrheit auf eine Weise vermischt werden, sodass lauter kleine Wahrheiten am Ende eine ganz große Unwahrheit ergeben. Und das ist jetzt zwar kein richtiges Beispiel, aber es ist eine Autorität, die ich zu Rate ziehe. Das ist dieses aus diesem Buch hier. Das ist von Arthur Schopenhauer, Die Kunst, Recht zu behalten. Dieses Buch ist schon ein bisschen älter. Genauer gesagt ist die Auflage von, steht da gar nicht. Na, steht nicht, wann das geschrieben hat. Auflage 2016. Jedenfalls ist der Text schon einigermaßen alt. Und wie ich hoffe, alt genug, um gemeinfrei zu sein. Sprich, dass ich es dir ohne Konsequenzen vorlesen kann. Ich lese dir auch nicht alles vor. Ich verlinke es dir unten. Meine Videobeschreibungen bestehen bald bloß noch aus Links zu irgendwelchen Büchern und fortführenden Informationen. Jetzt ist mir gerade was eingefallen. Ah, verflixt. Egal. Und jetzt habe ich den Faden verloren und ich werde das nicht rausschneiden. Ja, jedenfalls bringt Arthur Schopenhauer hier, basierend auf ein paar andere Philosophen, insgesamt 43 Kunstgriffe. Ist 43? 37? Na, 38 Kunstgriffe, wie man eben Recht behalten kann. Und das doch auf einigermaßen ironische Art und Weise, die aber sehr durchdacht ist. Also ich war sehr beeindruckt. Und den Kunstgriff Nummer 28 möchte ich dir jetzt gerne vorlesen. Also, Kunstgriff 28. Dieser ist hauptsächlich anwendbar, wenn Gelehrte vor ungelehrten Zuhörern streiten. Wenn man kein Argumentum ad rem hat und auch nicht einmal eines ad hominem, also sprich, man hat nichts gegen die Sache vorzuweisen, also gegen den Inhalt und auch nichts gegen die Person, die es vorträgt, dann macht man eines ad auditoris. Mit Blick auf das Publikum. Das heißt, einen ungültigen Einwurf, dessen Ungültigkeit aber nur der Sachkundige einsieht. Ein solcher ist der Gegner, aber die Hörer nicht. Er wird also in ihren Augen geschlagen, zumal wenn der Einwurf seine Behauptung irgendwie in ein lächerliches Licht stellt. Zum Lachen sind die Leute gleich bereit und man hat die Lacher auf seiner Seite. Die Nichtigkeit des Einwurfs zu zeigen, müsste der Gegner eine lange Auseinandersetzung machen und auf die Prinzipien der Wissenschaft oder sonstige Angelegenheit zurückgehen. Dazu findet er nicht leicht Gehör. Exempel, Beispiel. Der Gegner sagt, bei der Bildung des Urgebirgs war die Masse, aus welcher der Granit und alles übrige Urgebirg kristallisierte, flüssig durch Wärme, also geschmolzen. Die Wärme musste etwa 200 Grad, sein. Die Masse kristallisierte unter der sie bedeckenden Meeresfläche. Wir machen das Argumentum ad auditoris, dass bei jener Temperatur ja schon lange vorher das Meer längst verkocht wäre und in der Luft schwebte als Dunst. Die Zuhörer lachen. Um uns zu schlagen, hätte er zu zeigen, dass der Siedepunkt nicht allein vom Wärmegrad, sondern ebenso sehr vom Druck der Atmosphäre abhängt und dieser, sobald etwa das halbe Meereswasser in Dunstgestalt schwebt, so sehr erhöht ist, dass auch bei 200 Grad noch kein Kochen stattfindet. Aber dazu kommt er nicht, da es bei Nichtphysikern einer Abhandlung bedarf. Tja, so ist das mit der Wahrheit. Natürlich stimmt es, dass das Wasser bei 100 Grad Celsius anfängt zu kochen und zu verdunsten. Mach ein bisschen drüber, mach ein bisschen drunter. Und jeder, der mir sagt, ich bleibe jetzt mal bei Grad Celsius, das ist bekannter in unserem Breitengraden, wenn bei 500 Grad Celsius müsste das gesamte Meerwasser längst verdunstet sein. Ich nenne jetzt irgendwelche Hausnummern. Dann lachen die Zuhörer und sagen, ha, 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 ha. Aber die Zuhörer wissen nicht, dass der Druck, aber wenn die Zuhörer, in unserer heutigen Zeit ist das Beispiel vielleicht ein bisschen merkwürdig gewählt, weil wir das alle im Physikunterricht irgendwann einmal gelernt haben und viele meiner Zuhörer wissen es wahrscheinlich. Aber geh davon aus, dass es in einer anderen Zeit ist oder denk dir einfach ein anderes Beispiel aus. Ja? Sieh dir all diese Debatten im Fernsehen an und in diesen
Talkshows an, ja. Oft ist es so, dass der Mensch oder die Person mit mehr Wissen als weniger kompetent rüberkommt, weil die Person mit weniger Wissen einfach irgendwelche Sachen sagt, die durchaus irgendwo als logisch erscheinen, aber und auch irgendwo wahr sind in ihrer Engstirnigkeit, möchte ich was böse sagen. Aber halt, ja, die im Kontext anzuwendende Wahrheit, ja, das ist immer ein bisschen schwierig jetzt, die im Kontext anzuwendende Wahrheit einfach ins Lächerliche ziehen und ihr den Wahrheitsgehalt absprechen. Obwohl es eigentlich umgekehrt der Fall wäre. Genau. So, und jetzt gehe ich weiter, mein Popo wird nämlich nass. Moment. So, was ist jetzt das Resümee aus der ganzen Geschichte? Erstens, ja, es gibt mehrere Wahrheiten, die oder mehrere Varianten beziehungsweise mehrere Teile der Wahrheit, die nebeneinander, miteinander, untereinander, übereinander und durcheinander und vor allem gleichzeitig existieren. Das bedeutet nicht, dass alle diese Wahrheitsaspekte immer gleichzeitig, immer und überall in jeder Situation die gleiche Gültigkeit haben. Zweitens, im passenden Kontext wird eine Wahrheit nicht unwahrer, weil sie anders formuliert wurde. Ich schlage jetzt die Brücke zurück zu den Grenzen und zur Wahrung der Grenzen und zur Höflichkeit, von denen ich ganz am Anfang des Videos gesprochen habe. Und gehe auch zurück zu meinem Beispiel mit dem emotionalen Gespräch. Es existieren ja mehrere, wenn mir die Welt auf die Nerven geht, ja, existieren ja mehrere Wahrheiten gleichzeitig in mir. Erstens, die Welt geht mir auf die Nerven. Ist so. Zweitens, ich brauche ein bisschen Abstand. Ist auch so. Drittens, die Person mir gegenüber reizt durch ihr Verhalten, ihre Anwesenheit, ihre bloße Existenz, was auch immer, ja, dieses Genervtsein in mir noch mehr. Und jetzt kann ich mir aussuchen, welche dieser Wahrheiten ich dieser Person gebe, in der Hoffnung, dass sie entsprechend darauf reagiert und es mir besser geht, ohne die Beziehung zu dieser Person nachhaltig zu schädigen. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, also diesen Stammbuchspruch, glaube ich, Poesiealbumspruch, keine Ahnung, der da lautet, warte, ich krieg's zusammen. Ah ja, zerreiße nie das Band der Freundschaft, denn wenn es auch wieder geknüpft wird, reiße nie das Band der Freundschaft gedankenlos entzwei, denn wenn es auch wieder geknüpft wird, ein Knoten bleibt dabei. So, jetzt zusammenkommen müssen, das ist schon viele Jahre her, dass ich sowas geschrieben habe. Ne? Gibt es Poesiealben überhaupt noch? Werden die noch benutzt? Keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Jedenfalls ist das Sprichwort, das mir ganz oft in den Sinn kommt, wenn ich eben in so einer Situation bin und dann hole ich mich zurück und blättere in meiner inneren Bibliothek und denke mir so, okay, nehme ich die Wahrheit oder die Wahrheit und was mache ich jetzt? Und dann kann man ja zum Beispiel sagen, nicht, du gehst mir so am Arsch, ja? Sondern man sagt, du, ich ziehe mich zurück, ich brauche 5 Minuten Ruhe. Ist genauso eine Wahrheit, ja? Es ist alles richtig, ich habe überhaupt nicht gelogen und ich brauche Ruhe ist doch eine Wahrheit, die vielleicht länger Bestand hat als du gehst mir auf die Nerven mit deinem Verhalten. Oder deinem Verhalten oder ja, wie auch immer du das dann formulierst. Ja, es bleibt weniger verletzend. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, die Wahrheit schon wahr zu sagen, ja. Und sie gleichzeitig eben nicht als Waffe zu benutzen. Ich finde das so schade. Ich finde das so schade, wenn Menschen einfach diese Grenzen nicht spüren. Und gerade bei Menschen wie mir, ich bin ja doch, also erstens bin ich grundsätzlich ein bisschen sensibler. Wie gesagt, das Video habe ich vorhin eingeblendet, ich kann es nicht nochmal einblenden, das geht technisch nicht. Anders, ich bin offen, ich bin absichtlich offen und ich bin gern offen. Und gerade wenn ich Veranstaltungen mache oder wenn ich auf dem Markt passiert es mir halt immer wieder. Meistens arbeite ich ja mit einzelnen Menschen zusammen, ich bleibe jetzt beruflich. Manchmal stehe ich aber eben auch auf dem Markt und dann habe ich halt ganz viele Menschen auf einmal, zu denen ich nicht jedes Mal eine großartige Verbindung aufbauen kann, um für sie ein Seemärchen zu schreiben oder sowas. Sondern das geht dann
Und gleichzeitig ist es aber mein Geschäft, offen zu sein und zuzuhören. Und viele Menschen verstehen das dann als Grenzenlosigkeit. Oder es gibt auch Menschen, die einfach so Grenzen überschreiten. Ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ich werde hier ganz oft gefragt, wo ich wohne. Und das klingt jetzt nicht so, frag mal, wo du wohnst, dann sage ich in Steins. Ja, ist kein Geheimnis, steht auf meiner Homepage. Also, das kann ich ruhig auch im YouTube-Video sagen. Sage ich in Steins. Dann sagen die, wo in Steins? Sag ich, da Richtung Ostsee. Ja, wo genau da? In welchem Haus? Und dann sage ich, ich habe kein Geschäft. Ich wohne da nur privat, mein Geschäft ist online oder eben hier auf dem Markt. Ja, das macht doch nichts, ich will nur wissen, wo du wohnst. Und wenn das eine Person macht, zu der man eine gewisse Bindung hat, mag das ja noch angehen. Aber ich höre das hier so, so oft und ich denke mir immer, warum muss ich dann... Und ja, ich muss dann ganz klar meine Grenzen setzen und danke, ich kann's. Aber ich frage mich, warum ich das tun muss. Ich frage mich, warum Menschen nicht selbst entscheiden können, dass es sie nichts angeht, wo ich wohne. Ja, ganz einfach, es geht dich nichts an und ich lade dich nicht auf einen Kaffee an. Oder, obwohl das war jetzt keine Wahrheit, verflixt ist ein dummes Beispiel. Neulich hat mir eine Person gesagt, sie findet mein Kleid komisch und nicht schön. Ja, das ist schön für dich. Ist jetzt nichts, was mich großartig berührt hätte, weil ich bezüglich meiner Kleidung doch inzwischen sehr selbstbewusst bin. Das war die Geschichte mit dem Kritik annehmen, ja, auch dazu gibt es ein Video. Aber ganz ehrlich, warum sagt sie mir das? Warum sagt mir eine wildfremde Person im Vorbeigehen, dass ihr mein Kleid nicht gefällt? Wenn sie mir sagt, dass ihr mein Kleid gefällt, ist das ein nettes Kompliment, das macht sie glücklich, das macht mich glücklich. Oder glücklich, ja, ist halt einfach was Schönes. Und dann geht man mit einem Lächeln weiter, ja? Aber warum sagt sie mir, dass es ihr nicht gefällt? Was will sie damit? Mir wehtun? Wahrscheinlich eher nicht. Die kannte mich gar nicht. Wieso sollte sie mir randomisiert wehtun wollen? Sich selber erleichtern? Keine Ahnung. Und sie hat dann gemeint, ich habe sie dann gefragt, warum sie mir das sagt, ne? Und das hat mich auch zu diesem Video inspiriert. Und sie hat gesagt, naja, weil ich bin halt ein ehrlicher Mensch. Und die, aha. Na gut, von mir aus. Ich habe das Gespräch dann nicht weiter vertieft, weil es mir eigentlich auch ziemlich wurscht war, ob ihr mein Kleid gefällt oder nicht und weil ich mit dieser Person dann gar nicht weiter reden wollte, schon gar nicht in dieser Situation und schon gar nicht, wenn ich mir dann noch mehr ehrliche Meinung entgegengeschleudert hätte, weil ich das einfach dann nicht annehme. Punkt. Ihre ehrliche Meinung hat mich in der Situation einfach überhaupt nicht interessiert. Also habe ich sie auch nicht weiter mir angehört. Und es gibt so viele Menschen, weißt du, es gibt Menschen, die tragen ihr Herz auf der Zunge und die reden halt einfach immer und immer ohne nachzudenken. Und schlimm genug, ich finde, auch die könnten, siehe das Video zur Sensibilität, ein bisschen drüber nachdenken, ja. Aber die können halt nicht immer. Aber nicht jeder trägt sein Herz auf der Zunge, ja. Denn ich rede nicht von Menschen, die immer ununterbrochen die Wahrheit sagen, sondern ich rede von Menschen, die jetzt gerade eben die Wahrheit sagen. Und das finde ich dann nicht in Ordnung. Stell dir vor, es trifft jemanden, der nicht so selbstbewusst mit seiner Kleidung ist, ja? Oder stell dir vor, ich wäre gerade auf dem Weg zu einem wichtigen Termin gewesen, ja? Im neuen Kleid, zum Vorstellungsgespräch, ja? Und dann sagt die mir, das sieht scheiße aus. Und dann gehe ich dahin und fühle mich die ganze Zeit aus dem Takt geworfen. Und das, ich weiß nicht. Ich finde es einfach nicht in Ordnung. Und zu dem Thema habe ich, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, eine sehr, sehr schöne Erzählung, die, wie ich finde, sehr, sehr falsch interpretiert wird. Und deswegen möchte ich sie dir jetzt gerne einfach erzählen. Und zwar, ich habe sie nicht erfunden. Ich habe sie nicht erfunden. Die gibt es schon ein bisschen länger als mich wahrscheinlich, glaube ich. Aber ja, ich erzähle sie dir. Und zwar haben sich die Wahrheit und die Lüge eines Tages auf Initiative der Lüge getroffen. Das ist eine Erzählung, ja, die Formulierung ist egal. Getroffen. Und die Lüge hat die Wahrheit irgendwie dazu gebracht, hat ihr gesagt, du schau mal, wie schön das Wasser da in dem Brunnen da ist oder in dem Teich, irgendwas mit Wasser, ist egal, wie schön das Wasser da ist. Komm, wir ziehen uns aus und wir baden da jetzt, ne? Und die Wahrheit, die Lüge jetzt nicht wirklich kennt, weil sie eben die Wahrheit ist,
die dachte sich so, ja cool, das machen wir, das sieht wirklich schön aus und zieht sich aus und badet eben in diesem Brunnen. Und was macht die Lüge? Die klaut der Wahrheit die Kleidung und flitzt als Wahrheit Verkleidung davon und haut mit der Kleidung ab, als Wahrheit verkleidet. Und die Wahrheit hat quasi keine andere Wahl, als ihr nackt hinterher zu flitzen. Und diese nackte Wahrheit ist aber so hässlich, abstoßend, anrüchig. Also sie hat jedenfalls, sie ist nackt, ja. Ich glaube, dass sie hässlich ist, wird gar nicht erwähnt. Sie ist einfach nur nackt. Und das finden die Menschen so abstoßend, dass sie mit dem Finger auf sie zeigen und sie verjagen und vertreiben. Und dann und so lange so gemein zu ihr sind, bis die Wahrheit zurück zum Brunnen flieht und sich da drin versteckt und sich nie wieder heraustraut. Ih, die Bank ist auch nass. Na egal. Und sich nie wieder heraustraut. Und die übliche Interpretation dieser Geschichte lautet so, dass die Wahrheit einfach nackt ist und deshalb nicht gerne angeschaut wird. Ich halte das für eine Fehlinterpretation. Ich würde sagen, erstens, es liegt in der Natur der Lüge, sich zu verkleiden, und zwar am besten als Wahrheit, denn sonst wäre sie keine Lüge. Eine Lüge, die einfach nur eine Lüge ist und das auch noch offen, das ist per Definition irgendwie, das funktioniert nicht. Die Wahrheit selber, die ist zwar manchmal unter ganz schön vielen Schichten kaum zu finden, ob ihr das gefällt, weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist die Wahrheit von ihrer ganzen Beschaffenheit her dergestalt, dass sie einfach unendlich viele Möglichkeiten hat, dass sie tatsächlich aus dem Vollen schöpfen kann. Und ich glaube, der Wahrheit, der personifizierten Wahrheit, der gefällt das. Ich glaube, die Wahrheit, die ist gar nicht gern nackt. Die Wahrheit, die putzt sich gern. Die Wahrheit findet schön, sich auch einmal zu verkleiden und verschleiern, sich manchmal ganz schlicht zu geben und manchmal richtig pompös. Und ja, kurz, die Wahrheit putzt sich einfach gern und die Wahrheit schmückt sich gerne. Und das macht dir Freude und es macht dir Spaß, immer wieder in unterschiedlichen Gestalten aufzutreten, vielleicht auch mal Verstecken zu spielen, ja, also die ist durchaus verspielt, würde ich meinen. Und von allen Möglichkeiten, die sie hat, ja, von allen Varianten, denen sie sich zeigen kann, ist die, irgendjemandem nackt und ungeschminkt ins Gesicht zu springen, wirklich die allerletzte Wahl. Und die Wahrheit zu zwingen, sich auszuziehen und sie irgendjemandem nackt und ungeschminkt und ungefragt ins Gesicht zu schleudern. Ganz ehrlich, bei allen Möglichkeiten, die Wahrheit so bietet und mit sich bringt, grenzt das ja fast schon an schweren Missbrauch, oder? Und im Prinzip ist das genau das, was der bösen Lüge, die im Grunde nur ihrer Natur folgt, vorgeworfen wird. Sie zwingt die Wahrheit dazu, sich auszuziehen und sich den Leuten so zu zeigen, dass sie nicht mit ihr umgehen können. Und das wollte ich unbedingt als Schlusswort so stehen lassen, als Anregung zum Nachdenken. So, Pause. Kunstpause. Das war das Schlusswort, die Anregung zum Nachdenken. Ich wiederhole das. Und jetzt kommt noch eine kleine Wahrheit von mir, nämlich ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, wenn du auf all die Links da unten klickst, denn die finde ich entweder zu meiner Homepage oder zu einem Affiliate-Link, wo du ein Buch kaufen kannst, für das ich dann, keine Ahnung, einen Cent oder so bekomme, wenn du es wirklich über diesen Link kaufst. Und ja, vor allem freue ich mich über dein Abo, über deine Kommentare und wenn du wieder dabei bist beim nächsten Video von mir. Und damit wünsche ich dir, und das wirklich von Herzen, eine wunderschöne Woche. Mach dir eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann.